Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind immer noch auf Ebene 2, haben keine Ahnung, wo genau wir sind. Nur, dass überall Viehzeug herumstreut, um das wir uns kümmern müssen. So, und da alles wieder auf den Tank gehen sollte. Oh, ein übler Beobachter. Wow, der beschießt uns. So, mal sehen, ob wir den ohne Autopause tot kriegen. Könnte knapp werden. Vor allem, da noch Bogenschützen sind und alles Mögliche, was uns beschießt. Und das war mein Magier. So, wir treten die Flucht an. Hoffen wir, dass wir aus der Sichtweite sind. Ja, alle sind wiederbelebt. Gut, dann heilen wir mal. Du isst mal was. Du isst am besten auch was. Und du isst was. Hi. Jetzt gucken wir, dass wir euch loswerden. So, das hat gut geklappt. Wow, da ist eine ganze Kompanie von den kleinen Augentyrannen hier. Chaosbetrachter. Hm. Okay, unsere Heilerin sieht gut abgehauen aus. Und jetzt ist sie tot. Das ist nicht so toll. So. Oh, Vater. Heil dich erstmal selber. Dann Healing auf dich. Healing auf dich. Dann heilst du dich am besten auch erstmal nochmal selber. Und noch ein Healing auf ihn. So, und dann warten wir, dass unsere Mana sich regeneriert. Währenddessen gucken wir uns mal an, was hier rumliegt. Ein Umhang, der plus 2 Willenskraft und plus 1 Ausdauer macht. Mana-Regeneration. Mhm. Und Gesundheitspunkte. Du trägst noch keinen Umhang. Du trägst auch noch keinen Umhang, aber du bräuchtest ihn wahrscheinlich eher. Gut. Quick Save. Ja, kein passender Schlüssel am Schlüsselring. Und auch hier. Oh, hier sind Schlüssel und alles mögliche andere Schöne. Aufmerksamkeit und Ausdauer. Hm. Aufmerksamkeit, Zauberkraft, Mann und Expertise.
Expertise. Du machst nur Aufmerksamkeit, du machst Beweglichkeit. Du machst Beweglichkeit, du machst Crit-Chance. Expertise. Was machst du noch? Aufmerksamkeit und Ausdauer. Achso, Gesundheitspunkte. Und Mana-Regeneration. Solltest eigentlich du den nehmen? So, Beweglichkeit. Kriegst dann du den, um deine Crit-Chance zu erhöhen. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich habe null Orientierung. Skelettsoldaten, aha. Ja, und hier war ich schon mal. Ja, da sind wir hochgegangen und haben gekämpft. Hier haben wir gerade wieder angefangen. Hier sind wir runter. Hier ist wieder ein übler Beobachter. So, den Feuerbolzen, den unterbrechen wir mal, den ersten. So, den konnten wir auch gut unterbrechen. So, der Kampf ging einfacher als der letzte vor allem Ding. Das Ding macht Beweglichkeit, kritische Chance. Klingt doch fast etwas für dich. Auch wenn du wahrscheinlich eher einen Stärkeangriff hast. Und das da sieht doch verdächtig nahe nach aus. Jo. Ein Messingschlüssel. Okay, das schließt und öffnet hier die Tür. Hm. Okay. Ja gut, ich habe es gerade selber nur gelesen. Ich lese es gleich vor. Die nächste Schnitzeljagdrolle. Gut gemacht, nun machen wir das Ganze schwerer. Lege mich unter ein Kohlebecken in einem leeren Raum in der Nähe drei ruhender Legenden. Okay. Und ich glaube langsam mal, wenn wir wieder ans Anfang des Levels kommen sollten, dann ja. Miste ich da mal aus. So, wir haben noch einen zweiten Schlüssel gefunden. Das heißt,
müssten mit etwas Glück hier reinkommen. Mhm. Das ist ein Langschwert des Skorpions. Führung Bastard. Also ich kann es so oder so führen. Das ist ein... Ah, Aufmerksamkeit, Rüstung, kritische Chance. Sowas für unsere Magierin. Passt ja auch recht gut zu ihr, so ein Stirnreif. So, das Schwert. Macht Ausdauer, Beweglichkeit, Expertise und wird Bastard geführt. Ist jetzt nicht so gut, wie ich gern hätte, irgendwie. Skelettsoldaten, hi. Oh, Gott sei Dank, wir haben die Map gefunden. Gut, da ist der Level-Eingang und da wäre der Anfang für dieses ganze Fiasko hier. Ah ja, über uns ist eine Falltür. Und da sind wir noch gar nicht lang gegangen. Okay. Und hier war Sackgasse. Hier könnten wir theoretisch nur oben lang gehen. Okay. Ja, jetzt wo wir die Automap haben... Na, kommt näher, ihr Viecher. Da seid ihr. So, jetzt fehlt nur noch der eine und da sind die erstmal platt. Schmuck, Aufmerksamkeit, Hast. Ah. Schmuck kommt wahrscheinlich dahin, oder? Ja. Du hast schon eins, Willenskraft und Ausdauer, also kriegst du das jetzt. Bei Aufmerksamkeit... Ist dann doch besser für dich. Noch eine Automap. Ganz ehrlich, warum nicht? Okay, wir haben noch sehr viel zu erkunden. Da geht's zu Level 3. Da geht's auch zu Level 3. Da geht's zu Level 1. Hm. Da können wir in den Raum reinblicken und auch was rausnehmen, ja? Oh,
Und da sind Skelettfußsoldaten, die grimmig sind. Okay. Ja. Das sieht so aus, als ob wir das nur von der anderen Seite betätigen können. Ja, und hier auch nur von der Seite. Das heißt, wir müssen jetzt endlich mal gucken, dass wir nach oben kommen. Also nach oben gehen. Hier lang. Gut, das da können wir auch noch nicht öffnen. Das scheint eine Abkürzung zu sein. Ah, und hier sind wir wieder hier. Da wollte ich nicht hin. Warum will ich denn so rum? Erstmal will ich zum Eingang zurück, habe ich gesagt. Und dort Zeug abladen. Das führt ja direkt zum Eingang. Sehr gut. Ja, hier rum ist gut. Und ich bin beim Eingang gelandet. Okay, das ist kein Knopf oder so, das ist einfach bloß eine Figur, Steinstatue. Aber hier können wir... Wächterschwert... fallen lassen. Oh, ich habe ja das hier noch gar nicht gegeben. Sollte ich mal machen. So, die drei Waffen, die kann ich mal behalten, oder? Nee, das da kann auch weg. So. Kann ich hier eine Markierung hinsetzen? Lager 1 und mach sie blau. Ach so, kann ich sie ein- und ausklappen und ich kann sie auch verschieben. Gut, das heißt, wir können nur hier weiter. Hey, wir haben Gegner übersehen und auch Gänge. Fällt mir gerade so auf. Oh, das wird böse. Es hat die Heilerin erwischt, weil ich die da hinten nicht taunten kann. Mist. Also ja, bei sowas sollte ich echt aufpassen. Wieder was für den Rücken. Windskraft, Ausdauer und Rüstung. Okay. Das kriegst dann du, weil du hast als einziger noch nichts.
zur Heilung. Und so wie es aussieht, werden wir schneller ein bisschen Essen verbrauchen als gedacht. Okay, auf solche Sachen müssen wir definitiv in Zukunft mehr achten. Dass wir nicht von zwei Gegnermobs gleichzeitig angegriffen werden. Das hier sieht auch wie... Ah, zu Level 3, okay. Jetzt ist die gute Frage. Hier geht's zu Level 1. Ah. Nur die Frage, wo ist der Knopf dazu?